Anlässlich des 100. Geburtstags des Max-Planck-Forschers Werner Reichert würdigt das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik seine Pionierarbeit auf dem Gebiet der Seeforschung. Reichert war der Gründungsdirektor des Instituts und hat die wissenschaftlichen Grundlagen der Computational Neuroscience gelegt. Weggefährten sowie frühe und gegenwärtige Wissenschaftler seines Forschungsgebietes fassten auf einem Symposium bisherige Erkenntnisse und zukunftsweisende Ansätze zusammen. The idea of the symposium is both to expose the participants to the fascinating history of this research field, as well as to show to them the latest developments in computational neuroscience and machine learning regarding the visual system of insects. Der studierte Physiker Werner Reichert ist allgemein bekannt für den Reichert-Detektor, ein Schaltkreismodellsystem, das erklärt, wie das Gehirn Bewegungen erfasst. Seitdem haben viele Kollegen seine Forschungen fortgesetzt. Vom Institut aus sprach die Seeforscherin Li Xiaoping die Öffnungsworte, dann folgten zahlreiche Referenten, die für sich selbst sprechen. Kuno Kirschfeld, ein ehemaliger Direktor der Gründergeneration des Instituts, Tommaso Poggio vom Massachusetts Institute of Technology, Lisa Fenk und Alexander Borst vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz, Srinivas Turaga vom Howard Hughes Medical Institute, Winnes Karp von der Columbia University und Johannes Zanka von der Royal Holloway University of London. Das Symposium hat Reichert bahnbrechende Ideen gewürdigt, aber auch über neue Entwicklungen in der Forschung berichtet. I think his approach still remains quite inspirational. It's clear that neuroscience is a really interdisciplinary field and that studying biology has really benefited from the rigor of math and theory. And, you know, I think a lot of that comes from his inspiration. Scientifically, it's very stimulating to, follow also the new developments and the younger speakers that we invited, as well as the historical talks that cover, the history over the past 50, 60 years. It's both very exciting. Learning about the history of biological cybernetics and see like how it develops all these years, and it was very interesting to hear these talks in the morning, and also like learning about like what does the future has to offer to us and what comes next. Wie es weitergeht, wird auch auf dem Max-Planck-Campus in Tübingen entschieden, einem internationalen Zentrum der Grundlagenforschung in den Neurowissenschaften, der Biologie und der künstlichen Intelligenz.